Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Lang ist es her und ich möchte direkt mit einem neuen Projekt starten auf diesem Kanal. Wir starten mit Star Citizen. Es ist eine Raumweltsimulation, in der ihr das Star Citizen-Universum sozusagen erkunden könnt, Missionen machen könnt, gegen andere Spieler kämpfen könnt oder auch minen könnt. Und ums Mining soll es heute gehen, ums sogenannte Salvagen. Genau, und wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Im Moment befinde ich mich auf A-Corp in Area 18. Zum Start ist es eigentlich egal, wo ihr anfangt. Aber das Wichtigste ist, dass ihr eins der folgenden Schiffe habt. Das wäre einmal die Drake Vulture und die Reclaimer. In der aktuellen Spielversion funktionieren bis jetzt nur die beiden Schiffe und sonst noch keine. Wir werden das Tutorial heute mit der Drake Vulture machen, aber mit der Reclaimer funktioniert das Ganze fast genauso. Also es gibt nur minimale Unterschiede, dass ihr zum Beispiel von den Salvage-Plätzen runter in den Frachtraum laufen müsst sozusagen und dort halt die Maschinen leeren müsst, damit ihr weitermachen könnt. Das ist der einzigste Nachteil, aber ansonsten funktioniert eigentlich im Prinzip beides gleich. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit den Sachen, die ihr braucht, damit ihr anfangen könnt. Zum Starten geht ihr am besten in den Waffenladen eures Vertrauens und holt euch ein Multitool. Und zu dem Multitool holt ihr euch am besten noch einen Traktorstrahl. Das ist der Aufsatz dafür, weil das wird später wichtig. Ich kann euch das Ganze auch mal demonstrieren. So sieht das Ganze dann aus. Ihr macht dann Rechtsklick, Linksklick und könnt dann Sachen nehmen. Das wird dann später zum Transportieren der Kisten wichtig sein. Also auf jeden Fall, das ist einer der wichtigsten Bestandteile, die ihr braucht. Ich würde euch empfehlen, nehmt am besten was zu essen und zu trinken mit, weil es kann auch mal länger dauern mit dem Salvagen, wenn ihr zum Beispiel ein größeres Schiff findet, das ihr salvaget, dann kann es wirklich mal etwas länger dauern, bis ihr den Frachtraum voll habt und da kann euer Charakter dann schon mal Hunger oder Durst kriegen. Deswegen holt euch was, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Sobald ihr dann die Drake Vulture oder die Reclaimer aus eurem Hangar rausgeholt habt, geht ihr einmal zu dem Hangar und dort seht ihr dann auch schon, ihr habt hinten einen Frachtraum bei der Drake Vulture, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich mache hier mal schnell das Licht an. Ich mache hinten einmal zu. Gut, will er dann auch nicht. Habe ich ausgemacht, gut. Hier seht ihr dann auch schon die Verarbeitungsmaschine, sage ich jetzt einfach mal dazu. Mit dieser könnt ihr die Boxen sozusagen erstellen. Das werden wir dann nachher auch nochmal sehen, wie ihr hier alles bedient. Und hier ist dann auch der Lagerplatz. Der geht dann bis hierhin, wo ihr die Linie geht. Ihr könnt noch eine Box zusätzlich später dann hier abstellen. Eine drin lassen, die wird aber dann, die ihr drin lasst, nicht erkannt. Ist auch wichtig zu sagen, dann beim Verkaufen. Also überlegt euch das, weil das ist am Ende dann nochmal runterlaufen in Hangar, die nochmal rausholen und wegen einer Kiste, die bringt ungefähr 7000. Also müsst ihr euch das überlegen. Klar bringt es dann nochmal einen kleinen Profit, aber schaut dann einfach selber. Sobald ihr dann im Pilot Seat angekommen seid, startet ihr ganz normal eure Maschine. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Geht dann unter Service, also Landing Service, tut ihr einmal den Start requesten. Ganz einfach, wie gewohnt. Das dauert immer einen Moment, wie ihr es wahrscheinlich schon kennt. Sollte es aus irgendeinem Grund bei euch nicht funktionieren, dann müsst ihr einfach die F-Taste drücken, Rechtsklick und dann Request Landing drücken. Dadurch wird es meistens getriggert und ihr könnt normal fortfahren. Sollte es halt, wie gesagt, hier nicht funktionieren. Wie gesagt, es ist egal, auf welchem Planeten ihr startet. Hauptsache, ihr fliegt in ein Asteroidenfeld. Das mache ich sozusagen. In diesem Tutorial wird es auch nur darum gehen und um nichts anderes. Genau. Also, sobald ihr dann schon mal leicht gestartet seid, könnt ihr dann hier unten auf Skyline drücken. Ich benutze jetzt Arc L1. Wenn ihr reinsucht und Doppelklick macht, seht ihr beides. Da benutze ich die White Forest Station, um dort zu salvagen.
Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich angekommen bin. Also, wir sind jetzt hier angekommen. Es ist nochmal wichtig zu sagen, dass ihr ungefähr eine Stunde Zeit mitbringt. Es kann natürlich auch schneller gehen, wenn ihr Glück habt, aber rechnet mit einer Stunde, da es jetzt am Anfang vielleicht auch schwieriger wird für euch, Sachen zu finden und das nicht immer direkt auf Anhieb klappt. Genau. Also wie gesagt, wie ihr jetzt seht, sind wir angekommen und generell, um jetzt Schiffe zu finden oder Teile von Schiffen, ist es wichtig, dass ihr euer Schiff so einstellt, dass ihr Teile finden könnt. Das heißt, ihr drückt einmal V auf eurer Tastatur, dann öffnet sich dieses Fenster, sage ich jetzt halt einfach mal, und dann Tab. Wenn ihr Tab drückt, scannt er und ihr könnt starten. Vorab ist es noch wichtig zu sagen, alles was durch 1700 teilbar ist, sind Steine. Zum Beispiel letzter 2000, 8100 zum Beispiel auch, ich weiß es jetzt nicht gerade, sind keine Steine, das sind dann Teile. Im Moment seht ihr jetzt halt oben 3400, also sind das Steine. 1700 Steine. So geht ihr jetzt halt vor. Es können natürlich auch Schiffe sein, das könnt ihr dann sehen, indem dann, ich glaube, RSI auf der linken Seite steht, drei Punkte untereinander stehen, dann sind das Schiffe. So könnt ihr die erkennen. Ich werde jetzt halt mal zum Beispiel ein Schiff suchen oder auch nur mal Teile von einem Schiff suchen, weil das etwas länger dauern könnte. Wir sehen uns also gleich wieder, sobald ich Teile gefunden habe. So, also nach einem kurzen Location-Switch habe ich jetzt halt hier so eine Position gefunden. Ihr seht es auf der linken Seite, da haben wir einmal 2000, 8000 und 4000. Und wir fliegen da jetzt einmal hin, dann könnt ihr das Ganze mal sehen, wie das aussieht. Dann nochmal, falls es weggeht, einfach nochmal Tab drücken. So, ich bin noch ein bisschen zu schnell. Jetzt könnt ihr auch schon wieder diese... Also könnt ihr wieder vordrücken, damit das wieder weggeht und ihr klare Sicht habt. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr nicht zu schnell ranfliegt. Jetzt seht ihr auch schon hier dran, dass es Teile sind. Das ist jetzt kein ganzes Raumschiff, aber es sind Teile. Was auch schon mal gut ist, weil die bringen viel. Die bringen richtig viel, wenn man alles wirklich mit... Wenn man jetzt zum Beispiel eine ganze Crew ist und die Sachen abfahren, bringen die wirklich viel. Also, genau. Wir fliegen da jetzt einmal hin. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt einmal los mit dem Teil. Also. Ganz einfach. Wenn ihr jetzt auf dem Pilotensitz sitzt, drückt ihr einfach die M-Taste. Damit geht ihr in den Salvage-Modus. Jetzt habt ihr hier verschiedene Anzeigen. Einmal links habt ihr, welchen Laser ihr gerade ausgewählt habt. Ich nehme meistens, also für mich halt, den untersten, weil der mehr, also eine größere Fläche auf einmal salvaged. Können wir auch einmal sehen hier. Also ich benutze einmal den ersten, das ist die kleinere Fläche. Seht ihr, dass es etwas kleiner ist und dann benutze ich die untere Fläche. Die könnt ihr immer switchen mit Rechtsklick. Da geht ihr einmal drauf und dann ist es größer, seht ihr ja. Genau. Dann habt ihr hier, das muss ich selber noch herausfinden, dann noch einmal die Distance, wie weit ihr davon weg seid, weil es kann oft täuschen, dass ihr schon direkt vorne seid, aber es noch weit aussieht, genau. Dann seht ihr einmal, wie voll ihr schon seid, also wie voll eine Kiste ist. Dann wie viel noch auf diesem, also die ganze Fläche hier hat, wie viel Prozent. Genau, und hier seht ihr zum Beispiel der rechte Scanner, der hat gerade 79% auf der Fläche hier und der andere 78%, heißt, wenn wir jetzt anfangen zu salvagen, das machen wir mit Linksklick, wird das auch immer weniger, weil der dann abbaut sozusagen. Das Ganze machen wir so lang, das passt perfekt, bis hier oben diese orangene gestrichelten Linien kommen, dann refillt der sozusagen die Filler Station und schiebt ein Cargo raus. Und jetzt können wir auch weitermachen. Jetzt warten wir einen Moment, bis hier eine 1 steht, weil wenn ihr jetzt schon direkt weitermacht, ist das, was ihr jetzt schon gemacht habt, weg. Also, dann machen wir weiter. Genau. Und das machen wir so lange, bis wir unten voll haben. Und das seht ihr jetzt dann auch gleich. Ich spule jetzt einmal vor, wie das dann aussieht, wenn wir dann alles voll haben.
So, das Ganze sieht dann wie folgt aus. Das wird dann, wenn es lädt, also der Server ist gerade noch nicht so gut, auf dem ich bin, dann wird das hier rot, das seht ihr auch, dann ist der voll, dann passiert da unten nichts mehr. Heißt, wir gehen einmal raus. Bei der Reclaimer ist es genau das gleiche, heißt, ihr steigt dann auch aus, geht dann halt unten in den Frachtraum bei euch. Da habt ihr dann aber 3 Plätze, also ihr könnt 3 Kisten voll machen und dann müsst ihr erst, also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, unten anfangen zu verschieben. Genau, dann nehmen wir uns einmal das Multitool. Und dann, wenn alles gut läuft, gut, der Server hat gerade ein paar Probleme, können wir uns die Box nehmen, gehen rüber und hier sehen wir auch schon, hier sagt dann das Multitool sozusagen, wo wir die abstellen und der positioniert die ganzen dann auch drinnen. Sollte euch jetzt mal das Multitool abhanden gekommen sein, nicht das Multitool könnt ihr aber auch oder halt der Traktorstall, dann geht ihr einfach auf Create, könnt euch ein Multitool createn oder einen Traktorstrahl. Und jetzt, als seht ihr ja, ist hier voll. Das sagt er hier auch nochmal. Da müssen wir einmal auf den Knopf drücken. Dann fährt die Kiste raus. Genau. Dann können wir uns die nehmen. Ich mache das gerne nebeneinander und nicht immer eine Reihe voll. Und dann oben drüber, weil das wird sonst sehr, sehr, sehr krampfhaft, wenn ihr dann hier vorne seid und dann da hoch. Das mache ich dann immer so nebeneinander und dann hier oben eine Schicht. Also immer so weiter. So ist es angenehm. Genau. Und so macht ihr das dann weiter, bis hier alles voll ist. Wie schon gesagt, hier könnt ihr auch eine Kiste abstellen und eine drin lassen, was ich ungern mache, wie gesagt. Und wenn ihr auch noch ganz smart seid, hier noch 2, 3, 4 Kisten hinstellen. Das würde auch noch gehen, übereinander einfach nur reinschmeißen. Die werden dann vielleicht erkannt, muss aber nicht sein. Genau. Und dann mache ich jetzt hier einmal den Lagerraum fertig und wir sehen uns dann wieder auf Area 18 und dann zeige ich euch, wie ihr richtig verkauft. Bis gleich. Ebenfalls ist es auch noch wichtig, dass wenn ihr von dem Sitz aufgestanden seid, in dem Salvaging Mode, dann kann es oft sein, dass der dann irgendwie eine Verwirrung kriegt. Zurzeit ist es noch so, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ihr dann euch draufsetzt, macht ihr nur mit dem Kleinen, also mit dem hier. Das ist schwer zu erkennen, aber der macht das manchmal dann mit dem Kleinen, obwohl er unten mit dem großen, sozusagen das große ausgewählt habt. Da müsst ihr entweder einmal aus dem Salvage-Modus rausgehen und dann wieder rein. Dann würde das auch funktionieren. Dann geht ihr runter einfach und dann hat er wieder den großen. Oder ihr switcht einmal zwischen den beiden und dann funktioniert das Ganze auch wieder. So, solltet ihr dann angekommen sein. Ich bevorzuge Area 18, wie gesagt. Dann geht ihr zu den Terminals und ganz wichtig, nochmal eure Vulture oder Reclaimer storen und dann wieder retrieven. Eure Sachen bleiben in den meisten Fällen im Moment noch drinnen. Es kann auch mal sein, dass sich welche rausbuggen und das wird bei den meisten dann das Problem sein, wenn ihr es nicht stored und retrieved, dann wird es bei euch so angezeigt, als wäre das entweder gestohlene Ware oder als hättet ihr gar keine Ware dabei. Dann müsst ihr das gleiche wie ich jetzt machen, storen, wenn es funktioniert natürlich auch. Das wäre super. Und dann, schauen wir mal, ob das jetzt hat. Ja, dann tut ihr retrieven, schaut dann noch einmal in den Hangar, ob alles passt. So, sobald ihr dann da seid, dürfte das Ganze dann bei euch so aussehen, also sollte alles normal sein. Wie ihr seht, backt das jetzt hier rum. Dann seht ihr, hat sich eine gelöst. Macht ihr ganz einfach normal hinten auf. Euer Schiff hat dadurch wahrscheinlich Schaden genommen. Das ist ein ganz großes Problem noch. Wird hoffentlich in der 3.18.1 oder 3.18.2 gepatcht. So, solange dann noch alles drin ist, ist alles gut. Ihr müsst es nicht unbedingt reintun. So, dann schließt ihr einfach wieder. Geht raus, könnt ihr auch von draußen schließen, damit keiner reinkommt und eure Sachen stiehlt. Will er jetzt gerade bei mir nicht. Ich habe einen schlechten Server erwischt, natürlich. Das ist blöd, aber was soll man machen? Dann lassen wir das jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja. Hilft nichts. So. Auch mein Multitool geht wieder die ganze Zeit raus. Hatte auch keinen Bock drauf. Gut, dann lassen wir das einmal.
Und dann begeben wir uns zu den Trading Terminals. Und dort sehen wir uns gleich wieder. Also, jetzt sind wir angekommen bei einer TDD, also Trade Development Division. Die gibt's in, also auf Area 18, New Babbage und Orison. Gut, ist schon offen. Dort könnt ihr eure Sachen verkaufen. Auch andere Sachen. Da müsst ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Aber dann geht ihr an so ein Terminal, wählt oben links die Drake Vulture aus. Oder auch, wenn es jetzt ist, eure Reclaimer. Dort seht ihr dann hier auch schon, wie viel ihr habt. Ich habe jetzt 10 und nochmal 3 Units. Das waren die, die ich dann nochmal rausgetan habe. Genau, dann könnt ihr verkaufen. Das wären einmal 72.000. Geht ihr einfach auf Confirm. Dann seht ihr es jetzt gleich oben. Noch nicht. Gleich aber dann und dann nochmal 21.000. Also so knapp auf 100.000 pro Run kommt ihr. Geht einfach davon aus, dass ihr so eine Stunde brauchen werdet, wenn ihr schnell seid mit Finden. Genau. Und dann könnt ihr in einer Stunde 100.000 machen. Oder wenn ihr auch schnell seid, wirklich schnell und auch zu zweit seid, könnt ihr in, sagen wir mal, einer halben Stunde schon 100.000 machen. Wenn ihr auch alleine geht das natürlich. Aber wenn ihr zu zweit seid, wird der Wert natürlich verdoppelt. Müsst ihr dann halt schauen, wie er das regelt. Vielleicht fliegt dann einer ein Cargo-Ship. Kann ja auch sein. Und dann packt ihr dort alles rein. Da gibt es aber zurzeit auch noch Bugs, in denen es dann tatsächlich so ist, dass bei diesen, wie soll ich sagen, ja, dieser Bugs halt die Ware als geklaut anerkannt wird. Da gibt es auch für, soweit ich gelesen habe, noch keine Lösung. Also da müsst ihr dann halt mal schauen, wie ihr das macht. Und damit würde ich auch sagen, das war's dann auch mit diesem Tutorial. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt gerne Anregungen in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Oder wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.